oben zu treffen. Oh. Wie wurde ich nicht von dem Teil da getroffen? Egal. Von hier kann ich die gut treffen und außerdem habe ich einen Level up. Ja, er kann hier nichts machen. Sie kann nichts machen. Er kann nichts machen. Gut, irgendwas habe ich auch getötet. Und ich freue mich, wenn ich Sachen töte, auch wenn sie schon tot waren. Wie zur Hölle habe ich das verpasst? Das ist interessant, ich möchte oben... Wer schießt denn hier noch? Ach, da unten. Habe ich dich runtergeschossen? Wär's mal lieber still geblieben. Und was schwebt da in der Luft? Da, dieser Pott. Ist das eine Kerze? Wieso zur Hölle? Das war blöd. Gut, dann jetzt das Ganze nochmal. Backus 1. Ach, das ist toll. Muss ich irgendwie freihauen. Ich dachte, es wäre vielleicht Secret und zerstörbar und so und... Komm, ein bisschen schwingen zumindest. Ach, natürlich. Oh oh. Und wieder hoch. Sehr schön. Die hatten jetzt ziemlich lange Schwingendauer. Gut, dann gehen wir erstmal runter. Und das macht tatsächlich das Tor hier auf. Wieso? Ich bin doch vorbei. Das wundert mich gerade schon ein bisschen. Ich meine, wieso sollte ich zurück wollen? Ist schon eine halbwegs interessante Todesfalle, das hier. Oh oh. Puh. Wer baut Zahnräder so? Die packen überhaupt nicht ineinander und alle drehen sich in eine Richtung. Das macht doch keinen Sinn. Was passiert eigentlich, wenn ich hier drin stehen bleibe? Dann nehme ich ihn dafür. Nix, er wird rausgedrängt. Ist aber nett. Oh, come on. Och, stirb doch endlich. Haltet viel zu viel aus. Und so wird mein Schwert schartig. Das kann doch nicht angehen. Ab. Stirbt, 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 stirbt und stirbt und stirbt. So, da geht's runter. Dann gehe ich erstmal ins Dornröschen-Dornteil hier. Nein, gehe ich nicht. Kann mich scheinbar nirgendwo festhalten. Ist zu hoch, ist, dass ich da blind mit dem Magier hochgehen müsste. Also runter. Noch runter, 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 runter. Sehr schön. Ich gehe trotzdem nochmal hoch. Wie komme ich wieder an das Teil? Denn ich habe es auf jeden Fall gesehen. Da war noch. Erfahrung auf der linken Seite.
Komm. Danke. Danke. Und was ist das schon wieder für ein Maul? Und Spinnen, was auch immer Teil. Ich dachte, ich bin hier in einer alten Burgruine und es sind nur ein paar Untote angezogen. Ich wusste gar nicht, dass die so einen Sinn für Innenraumausstattung hatten. Wow, 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 wow. Dreht sich zu schnell. Oh, come on. Das lag da so schon drin. Vielleicht war es... Das ist ja was Wichtiges gewesen. Sehr gut. Da oben habe ich jetzt auch gesehen, dass da... Was war... Da. Ganz eindeutig. Und ich falle dazwischen. Natürlich falle ich dazwischen. Wo soll ich auch sonst hinfallen? Wow. Und wieso springst du nicht richtig? Und wieso ist das so niedrig? So, wie komme ich da dran? Autsch. Und jetzt darf es noch der schwere Klotz versuchen. Das war falsch. Okay, das wird nichts. Die Stelle ist auch nicht... Oh, oh. Einfach. Hey, diese Episode, wo ich schon wieder vergesse, auf die Uhr zu gucken, dauert ganz schön lange. Oh. Da endet auch das Kapitel. 23 von 25 Experience Level. Nein, ich will ihn noch nicht. Yes. I'll have a closer look. Nein. Ach, come on. The wizard absorbed the contents of the king's journal. Of particular interest were the last pages. The king told of how they had found the ancient ruins, abandoned long ago. Statues of virtue and architecture beyond imagination had clearly impressed the old king. The king's journal did not contain much on the artifacts, but the vivid descriptions matched the signs on the tomb of the first guardian. In legend, there exists a place that the guardians had called their home. If this was true, and the ruins were the origin of the artifacts, our heroes might finally get some answers. The journal had carefully mapped out the location of the ruins. It was in the middle of the forest, a long distance away. Our heroes began to follow the directions in the king's journal. At the edge of the forest, the thief felt a strange sensation, a warm feeling in her heart. Oh. Gut. Nach dieser Enttäuschung gibt es beim nächsten Mal den Fangirl Forest. Macht's gut.